Einen wunderschönen guten Tag da draußen, alle begeisterten SpongeBob-Fans. Und wir kommen jetzt zurück zur Let's Play SpongeBob, Schwammkopf, Kampf um Bikini Bottom. Wir sind jetzt bei der Goon Lagoon und heute gehen wir hier in die Sandburg rein. Wo ja Kumpelblase gesagt hat, auf der Spitze der Sandburg befindet sich ein goldener Pfannenwender. Und beim ersten Part und beim letzten Part haben wir ja die Häuser oder den Lichtstrahl umgeleitet bei den ganzen Häusern. Jetzt sag ich, da ist das Wasser steigt. Ja, natürlich steigt das Wasser. Jo, jo. Alter, 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 Alter! Wie soll das denn so schnell gehen? What the fuck? Ey, das geht doch gar nicht so schnell. Muss ich mich auch noch beeilen. Auch noch Zeitdruck. Wir hatten beim letzten Mal auch schon Zeitdruck mit Patrick, wo wir die eine Socke da bei dem Dach einsammeln wollten. Ja, super Zeitdruck-Moment. Das geht. Zack. Go. Go. Jetzt habe ich auch mehr Zeit. Ja. So, mal eine Pause zwischendurch? Ja, wahrscheinlich schon. Dann muss ich keinen Doppelsprung machen. Hier muss ich einen Doppelsprung machen. Ey! Weg! Weiter, 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 SpongeBob. Immer weiter. Immer höher. Immer weit. Danke. Immer weiter. So war das nicht geplant, aber hey, warum denn nicht? An den Checkpoint nehme ich gerne. Das Problem ist natürlich jetzt, habe ich da jetzt was übersehen oder nicht? Aha. Aha. Nichts da. Nichts da. Cool, weg, kaputt. Sandburg hat was, finde ich. Okay, jetzt ist das Wasser wieder tief. Halt, Moment. Okay, da ist nichts. Da ist der Fallwetter. Okay, da oben ist eine Socke und da ist auch eine Socke. Okay, zwei Socken. Komme ich denn da rein? Komme ich denn da rein? Okay, zwei Socken. Frisch wie eine Frau. Da waren wir beim letzten Part. Wir gehen nicht runter. Darf ich den überhaupt zurückschlagen? Auf jeden Fall nicht. Das ist der Pfannenwender. Pfannenwender. Wende die Pfannen um. Wir nehmen jetzt mal den Pfannenwender mit. Jawohl, ja. Aber dahin ist die Meereshöhle, die wir beim letzten Part schon gehört haben, dass es die gibt. Da gibt's nichts. Ah, da war der Pfannenwender da unten, genau. Mache ich meinen Eingang schon mal frei. Ja, ich muss da hoch. Hep. 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 Wie komme ich denn da runter? Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Wow. Ja, das ist... Wie komme ich denn da runter? Wie komme ich denn... Halt. Hm. Da muss ich runter. Moment, stell dich mal hin, SpongeBob. Moment. Ich muss ja irgendwie davon... Da muss man doch reinkommen. Weil jetzt steigt das Wasser. Nee. Nee. Das schafft er nicht. Dafür ist SpongeBob nicht sprunghaft genug. Aber da unten ist auch noch was. Glänzendes des Objekts. 25. Die Zehner. Lila sind 25. Wasser schreckt. Wasser stärkt aber auch gerade nicht. Ich glaube, das passiert nur am Anfang, kann das sein? Wie komme ich da rein? Ah, okay. Nimm das. Frage beantwortet. Wie funkelnd. Ich fühle mich wie ein neuer Frage beantwortet. Ich brauche Patrick.
Wo konnte ich wechseln? Moment. Konnte ich nicht hier draußen wechseln? Oh, sorry. Gut gemacht, SpongeBob. Konnte ich nicht? Ja, hier komme ich raus, konnte ich nämlich wechseln. Ich brauche den Patrick dafür. Ah, ich brauche den Eisblock. Ich brauche den Eisblock dafür. Also, einmal Patrick. Wo ich den Eisblock gesehen habe, da war es logisch. So, jetzt müsste ja theoretisch das Wasser wieder steigen. Ja, gut so. Ach, come on. Come on, ich wollte eine Abkürzung nehmen. Ich wollte die Abkürzung nehmen. Hat leider nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte. Hätte ja klappen können. Auf jeden Fall brauchen wir Patrick. Geschenke aus Holz! Diese Geschenke aus Holz, so. Ja, Wasser steigt, sehr schön. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Ja komm, leck mich doch! Ah, das steigt hier gar... Ah, okay. Okay, bei dem Pfad ging das gar nicht höher. Gut zu wissen, also kann ich mich erst um den Roboter kümmern. Okay, das ist stehen geblieben, das Wasser. Gut zu wissen. Hätte man vorher wissen sollen. Egal. Ach, es hat keiner von euch einen Dead-Counter gemacht. Bin ich gut. Fühlte sich keiner angesprochen. Oder er hat nicht mit zu viel Fels geredet. Ich weiß es nicht. So. Wasser steigt, sehr schön. Ich mach lieber einen Doppelsprung. Nehm. Das müsste jetzt funktionieren. Jawohl! Sauber! Ja, nice! Damit hätten wir jetzt 4 Socken. Ja, genau hier drüben. Ich glaube auch nicht, dass es hier noch sonst irgendwo noch eine Socke gibt. Da drauf, die Socke habe ich ja. Oh, das, ich wollte eigentlich keinen Bauchklatscher machen, aber passt schon. Genau, die da drauf habe ich schon. Ja, das sieht, glaube ich, gut aus bis hierhin. Das geht auch so kaputt. Ja. Sehr schön. Hätte ich hier nicht alles direkt mit Patrick holen können? Bin gerade am überlegen. Braucht die SpongeBob hier? Ich glaube nicht. Nee. Sollte man den Weg auch frei sprengen? Sehr schön. Oh, wie viele Glänzobjekte das so bringt. Und dann geht's beim nächsten Mal relativ kurzer Part. Na komm, wir gehen noch zur Meereshöhle. Machen wir Sandburg und Meereshöhle direkt in einem. Je nachdem, wie lang die ist. Hey, Gary! Bestimmt SpongeBob. Ja. Hallo, Gary. Was gibt's? Im Ernst? Thaddeus hat sich einen neuen Pullover gekauft? Oh, er ist ja so verrückt. Genau wie du. Und am Ende dieser Höhle befindet sich ein goldener Pfannenwender. Wow! Wow! Miau! So, ja, ich bin eine Katze geworden. Ja, genau nur heute. Heute, oh nö. Halt, Moment. Moment. Das geht, okay. Okay. Flut und Ebbe. Sagt das jemand was? Flut und Ebbe? Ja, genau so ist es auch. Man sieht es auch sehr schön, was oben ist und was unten. Weil das hat nur einen Ring. Ne, das hat 2 Ringe und der andere hat 3 Ringe.
Das hat man sogar als optisch gesehen. Moment. Nee. Da ist ja keine Socke oder das gleiche. Dann spare ich mir das. Ja, kann man ja mal bringen, ne? Moment. Ich hab's mir fast gedacht. Das war zu offensichtlich. Das war jetzt sehr offensichtlich, dass da zwei sind. Ach, SpongeBob, dann einfach mal nicht springen in der Option. Ich sollte mal wieder waschen. Weil man konnte ja oben und unten. Trotzdem raffiniert. Ich bin mir so frech und sag, bisher habe ich alle Socken hier gefunden. Wenn nicht, schreibt das in die Kommentare. Wenn ich mich schon irre. Da ist auch noch eine Socke, links oder rechts. Oder die Mitte. Ja, okay, ich bin gezwungen. Ha! Ich bin gezwungen, das zu tauschen. Halt, Moment, das geht ja immer noch nicht. Da darf ich auch nicht so lange stehen. Okay, das ist nicht so ganz ohne. Ja, tatsächlich, hier sieht man das schon, dass es überschwemmt wird. Top. Top. Ja. Ich brauche den Weg. Aber den machen wir auch schon mal vorsichtshalber. Genau. Wie hoch steigt das Wasser? Okay. Nicht so hoch, dass ich hier nicht drauf darf. Oh, ein Checkpoint. Ja, okay, was ihr hier wollt, ist eindeutig. Gut, dass da hinten ein Checkpoint war. Jawohl, geil. Die Goon Lagoon. Die überfordert mich schon, die Meereshöhle zumindest. Ja, was die wollen ist, dass du hier... Boah, ist das eine ist Kamera, ja genau. Zack. Hep. 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 Hep und Hep. Oh, wer hat das Dach so tief gesetzt hier? Welcher Entwickler bekennt sich schuldig im Sinne der Anklage? Die Socke. Komm. Ich die Socke. Schön. Bin ich auch schon wieder weg. Halt. Muss ich bemerken, hier brauche ich Patrick für. Für was brauche ich hier Patrick? Weil hier ist eine Wurffrucht. Hier. Die ist ja nicht ohne Grund hier. Von da drüben komme ich ja. Da ist auch ein Schalter. Ich mir fast gar nicht vorstellen, dass ich... Warum nicht? Muss ich mir merken. Hier gibt es Patricks. Hier gibt es nur eine Patrick-Aufgabe. Okay, runter ist leichter. Ouch. Danke. Ouch. Man wird immer zurückgeschleudert. Ja, drüber springen kann man. Der löst nur den aus. Kann man bringen. Checkpoint, okay. Ja. Ah, hier geht's weiter. Okay. Ich dachte, der ist sich wenigstens fest. Muss der nicht mal. Checkpoint. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Da oben ist nichts. Bewegt der sich auch noch? Ganz linker Vogel. Also manchmal ist die Kamera nicht zu beneiden. Da warte ich lieber. Können wir auch besser so. Jetzt kann ich runter. Zack. Hep, hep. Das sollte SpongeBob schaffen. Ja, schafft er auch ohne Probleme. Wieso kriege ich dich da nicht? Halt. Autsch!
Ich würde ihn gerne da oben erstmal plätten. Und jetzt kümmere ich mich um dich. Nennt mich auch Schwamminator. So. Ja, der geht und genau. Gib meinen goldenen Pfannenwender. Ja, die Teleporterkiste benutze ich auch gleich. Um nochmal zurückzukommen. Ich weiß gar nicht so lang. Aha, hier gibt es auch noch was für Patrick. Okay. Also. Noch zweimal Patrick. Hier in der Meereshöhle. Einmal. Man hat es ja gesehen. Und was man noch machen soll, ist, glaube ich, eindeutig. Ja, die Frage ist nur, wohin? Ah, da hinten. Okay. Da ist eine Socke versteckt. Gute Güte, noch einer. Ja, genau. Oh, gute Güte, nur noch eine Sekunde. Genau, und jetzt müssen wir auf die... Ah, hier kann immer noch was sein. Magengrütze. Link versteckt. Geh nochmal die rechte Seite durch. Ich traue den Braten nicht so ganz. Oh, in jedem steckt ein Geschenk! Die rechte Seite. Da nicht auch noch eine Socke versteckt ist. Ne, sieht nicht so aus. Nope. So glänzend. Aber wie gesagt, das müsste... Ah, okay, das war für SpongeBob. Da oben war ja noch die Wurffrucht, da muss ich nochmal hin. Ah, da wollte ich zu viel. Aber jetzt gehe ich nochmal von dem anderen Weg. Hey, genau, was von ist hier, geschehen? Wo Gary ist. Und da will ich nochmal gucken, ob da oben wirklich ein Schalter ist. Philipp, warte doch, warte! Der war für SpongeBob. Okay. Für was ist dann die Wurffrucht? Die muss für irgendwas sein. Oder ist die nur für den Gegner? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich will auf jeden Fall mit Patrick da nochmal hoch. Ach, da komme ich ja gar nicht. Stimmt ja. Ich kann ja mit dem ja gar nicht tauschen. Stimmt. Ja, war nicht ganz so wild. Unten ist nichts versteckt, ne? Nee. Ich werde sie zerschmettern! Genau! Warten. Den Checkpoint bräuchte ich jetzt. Ja, das funktioniert auch. So. Das Ganze jetzt noch einmal. Ja, natürlich! Der letzte Sprung! Wie immer, ne? Wie immer der letzte Sprung. Richtige Richtung. So. Schon allein auf den drauf zu kommen, ist schon ein Kunststück. Hep. Hep. So. Kurz explodieren lassen. Irgendwas muss die Wurffrucht doch hier sein. Och nö, jetzt werde ich ganz nass. So. Was ist die Wurffrucht? Kommt da noch eine raus? Nee. Kommt nur eine raus. Da kommt nur Licht durch. Nimm die mal mit, Patrick.
Aber auf jeden Fall stand da unten gerade was zum Werfen. Nimm die doch mal. Die muss doch einen Sinn hier haben. Ah, um den kaputt zu machen. Ja, super. Das bringt mir nichts. Bestimmt komme ich, denke ich hier falsch und hier gibt es nichts mit der Wurfbruch. Bei Springer darf ich damit nicht, ne? Nee. Hier was versteckt? Nee. Wir waren jetzt drei Socken, ne? Ja, obwohl das könnte. Moment, schauen wir mal kurz, wie viel Pfannenwender ich hier habe. Drei können noch. Drei und drei Pfannenwender, drei Socken. Soll ich es riskieren? Ja, komm, ich riskiere es. Ich riskiere auch hier, dass ich gerade drauf gehe. Gut, Patrick hat ja auch seine Aufgabe gehabt. In der Meereshöhle. Na, hier bin ich. Schade, dass man nicht aussuchen kann, ob man die Checkpoints haben möchte oder nicht. Aber jetzt verlassen wir die Meereshöhle und beenden auch den Part eigentlich. Wenn es euch gefällt nach wie vor, dann lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play SpongeBob Schwammkopf Kampf um Bikini Bottom. Wollt ihr ja auch nochmal SpongeBob haben. Ansonsten macht's gut, haut da rein und tschüss.